Gestatten, das ist Z50F, der erste weltweit existierende weibliche Crashtest-Dummy. Mit dieser Attrappe will die Verkehrsforschung künftig sicherstellen, dass Frauen bei Autounfällen besser geschützt werden. Bislang wurden bei sämtlichen Tests ausschließlich Dummies verwendet, die auf männlichen Körpermaßen und Gewichten beruhen. Und das, obwohl Statistiken zeigen, dass Frauen bei Verkehrsunfällen einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt sind. Ein No-Go für die schwedische Ingenieurin Astrid Linder. This is the average female, which have the shape of the torso and the hips and the pelvis. Dieser Dummy entspricht einer durchschnittlichen Frau. Sie hat den Torso, die Hüften und das Becken einer Frau. Natürlich zusätzlich zur Länge und zum Gewicht. Was die Geometrie des Rumpfes betrifft, so haben wir bei Frauen im Vergleich zu Männern einen schmaleren Schulterbereich und einen breiteren Hüftbereich. Und dann ist natürlich auch die Verteilung der Masse im gesamten Rumpf anders, was dazu führt, dass der Schwerpunkt bei der Frau niedriger liegt als beim Mann. Is different throughout the torso, which results in a lower center of gravity for the female compared to the male. In Schweden wird die weibliche Crashtest-Puppe seit Ende vergangenen Jahres eingesetzt. Ziel ist es, endlich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass längst nicht mehr nur Männer am Autosteuer sitzen. Frauen haben normalerweise eine schwächere Nackenmuskulatur. Wenn man sie mit einem männlichen Dummy vergleicht, ist dieser Nacken flexibler und hat mehr Bewegung, wenn man genau den gleichen Crashtest mit der gleichen Geschwindigkeit und Beschleunigung durchführt. Die Entwicklung einer weiblichen Attrappe wurde mit Subventionen der Europäischen Kommission finanziert. Nun fordern Expertinnen wie Astrid Linder von der Politik, dass sie Autohersteller zum Einsatz von weiblichen Dummies gesetzlich verpflichten. Bislang reicht es nämlich, männliche Attrappen zu verwenden.